Endlich ist es soweit. Ich präsentiere euch Far Cry 4. Endlich, lange hat's gedauert, es tut mir leid, aber endlich ist es soweit. Wir spielen es auf der Xbox 360. Das möchte ich schon mal vorweg sagen. So, jetzt stellen wir noch schnell den Bildschirm passend ein, so dass es ungefähr passt. Wir wollen ja nicht in dem gerenderten Bildschirm umeinander latschen. Nee, muss ich nicht haben. So. Jetzt geht's dann los. Natürlich ein neues Spiel. Natürlich normal und offline. Jetzt starten wir Far Cry 4 mit zwei Parts. Mit den ersten beiden Parts. Jetzt starten wir nur das Intro und dann der zweite Part wird dann direkt die Mission werden. Aber ich möchte jetzt nicht schwafeln, jetzt schauen wir uns das Intro an. AJ, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Oh, herrlich. Mr. Gale, ich bin Chad Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen... Ja. Bitteschön. Ja, danke. Alles klar. Lass mich reden. Was wollt? Alles klar. Ach, der arme Affe. Geil, oh Mama, Mann. Der Knüller. Was ist los? Das sieht nach Ärger aus. Holy shit. Whoa. Holy shit. Fuck. Der Affe. Scheiße. Lego. Zemienburn, Lego. Auf den Boden legen. Bleib unten.
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was hat es? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Hallo. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Das ist ja scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur... Selfie. Foto, guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du. Tut mir leid, Leute. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. Agent Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter? Deine Mutter andererseits? Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen ist. Also... als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Garten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht. Nein, das war die verfickte goldene Pfahl. Die
Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Sorry. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du sinnst um Hilfe. Man sinnst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Ach, verdammt. Schrei um Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwergfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangut. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. So, Leute. Jetzt stellen wir noch schnell, wenn ich es noch finde, den Untertitel ein, und zwar auf Deutsch brauchen wir den. Genau. Jetzt nehmen wir noch die Kohle auf dem Tisch mit. Schauen wir hier noch nach ein paar Kisten. What the fuck? Was zum Teufel? Schauen wir hier noch ein paar Kisten. Haben wir die erste. 10.000 Rupien. Dann schauen wir noch mal kurz durch. Vielleicht habe ich eine übersehen. Sorry, wenn ich mich jetzt mit Kisten beschäftige, dann schauen wir mal nach unten. Hier war auch eine Kiste. Hier. 7.000 Rupien. Ja, wir haben schon gut eine Menge angesammelt. Muss man mal so sagen. Eine Notiz. Da lesen wir mal rein. Glockenturmsender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendungen vom Glockenturm in der Nähe von Pandapusa zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf Weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Möge Pergamens Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. T.H. Pagan. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Das lese ich jetzt nicht vor. Das ist eher eine kleine Notiz. Die lese ich jetzt einfach mal nicht vor. Ihr lest euch das einfach mal durch. Wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr dies jetzt noch tun. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen geöffnet, dass ihr das lesen könnt, wenn ihr das möchtet. Und nun, was haben wir denn da? Reisedaten. Paul, Mr. Paul Harmon. Business Class, $16.100.
Okay. Minneapolis. Indien. Respekt, Deplur. Muss man mal so sagen. Geiler Klingelton. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anweist. Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich liebe dich, ich dich auch. Okay, bye. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein dritte Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier, eigentlich. Und das nächste war ich Schreibtischtäter. Mann, habe ich das gehasst. Wurde wegen Burnout beurlaubt. Und da war ich nun die Frau auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich sag nur, jeden Tag. Und starte in die... Scheißklotze. Aber dann sah ich ihn. Dr. Phil. Bekommt ihr das auch hier draußen, Dr. Phil? Boah, super. Und er sagte, daran erinnere ich mich genau, weil das vergesse ich nie. Wenn du glücklich werden willst, dann finde es dein wahres Ich. Blitzschlag. Und da wurde mir klar, dass ich das hier schaffen muss, was ich gut kann. Und für dein Leidwesen. Also ich mache das folgende. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich es irgend kann. Wenn ich dieser Arbeit um den halben Globus folgen muss, dann werde ich genau das tun. Ich bin runter von der Couch. Ich ernähre meine Familie. Ich bin der verdammte Mann! Sieh mir ins Gesicht. Ein ehrliches Leben. Also, wenn ich sage, ich kann das den ganzen Tag machen. Gut. Warum ist du nicht los? Alles los. Woher kennst du AJ? Das ist ja ein Wichser. Scheiße, der ist tot. Jetzt schauen wir mal nach draußen. AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Moran. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Dann...
los geht's. Dann mal los. Ab zum Truck. Holy, holy, holy shit. What the hell? Alter, fuck. Alter, yeah. Oh, scheiße. Scheiße, der Elefant. Oha, Alter. Ali, hallo, hallöchen. Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie. Scheiße. Holy shit. Was geht da ab, ey? Wow. Jeha. Was? Nee. Fuck. Wow. Zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Jetzt schauen wir mal, dass wir da vorankommen. Jetzt markieren wir die Wichser da mal. 1, 2, 3. Schauen wir mal, dass wir sie umgehen können. Ja. Grundlagen des Schleichens. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn es euch interessiert. Dann bitte das Video anhalten, aber ich glaube nicht, dass es euch interessieren wird. Komm schon raus, wir tun dir nichts. Versprochen. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus, es ist alles okay. Das war alles nur ein komm. Scheiße. Scheiße. Ich sterbe. Ja, und bin's auch. Das schon zu Beginn. Toll. Einwandfrei. Schauen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen, im zweiten Anlauf. Die mal markieren. 3. Ja, das interessiert jetzt keine Sau. Scheiße. Jetzt kriegen wir's hoffentlich besser hin als vorher. Mal schauen.
mal alle mal wieder mal markieren. 1, 2, 3. Interessiert keinen. Komm schon raus, wir tun dir nichts. Versprochen. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus, es ist alles okay. So, schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegen wir den da so nochmal hin. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Je länger du dich versteckst, desto saurer werde ich. Komm raus und mach es dir selber einfacher. Hey, ich mach's mir einfacher, indem ich euch kille, ihr Idioten. Woho! Haben wir gleich mal die erste gute Waffe dabei. Haben wir den da hinten noch? So, gleich Muni. Dich aber sehr, sehr getäuscht. Da hast du dich mehr als geschnitten. Dann schauen wir mal weiter. Da hinten steht auch einer. Alle guten Dinge sind drei. Number 3. Dann haben wir da oben noch zwei, die wir auch töten müssen. Eins, zwei. Aber jetzt. So einfach geht das. Jetzt haben wir schon gut Kohle eingesackt. Dann schnappen wir uns den hier noch. Das brauchen wir ja alles für neue Sachen zum Kaufen. Im Banapur, wo wir dann sind. Yo, ein Checkpoint, Gott sei Dank. Yeah, Köder. Das ist ja mal echt geil. Das dürft ihr euch gerne durchlesen, aber das wird's ihr wahrscheinlich nicht wissen wollen. Eins, zwei. Wo versteckst du dich? Dann killen wir den mal mit einem Tier. Er ist ganz nah.
Nö. Ihr müsst euch ja mit den Bären rumschlagen und nicht ich. Schon mal, haben wir den von hier erwischt bekommen? Nein. Bekommen wir nicht. Dann schauen wir mal, ob mit einer Granate. Nein. Toll. Und der Bär ist noch da. Scheiße. Jetzt schauen wir mal, dass uns der Bär nicht frisst, während wir ihn da hinten noch umlegen. So. Dann haben wir noch zwei Leute übrig. Nein, scheiße. Scheiße. Ah, oh, geht doch. So, dann nehmen wir den noch aus. Und den anderen. Dann begeben wir uns mal zu dem Außenposten. Und nehmen das alles noch mit. Genau. So, Leute. Und ja. Genau. Das haben wir bis jetzt geschafft. Falsche Taste. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir einmal die Karte von Kyrat. Grob überflogen. Da haben wir den Flughafen. Und eine Menge Außenposten. Da haben wir die Fähigkeiten. Da haben wir derzeit 0. Da haben wir das Herstellungsmenü, das wir auf jeden Fall erweitern müssen. Da müssen wir noch ein Barrel jagen gehen. Das machen wir dann auf dem Weg. Der aktuelle Fortschritt. Und die Grundsammlung. Hier haben wir König Minz Kyrat. Diese Sauerung. Lesen wir uns mal in einem Sonderpart durch. Und dies. Dürfte es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Zum ersten Let's Play von Far Cry 4. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe auf euer Feedback. Gebt uns Kommentare, liked uns und wir freuen uns auf weitere Abonnements. Genau. Und hoffen natürlich, dass ihr vielleicht dieses Projekt mehr unterstützt als den Vorgänger. Und damit werde ich mich jetzt verabschieden und auf Wiedersehen. Euer Sucker.